Hallöchen! Ich freue mich mega, dich zu sehen, auch wenn es nur virtuell ist. Richtig schön, dass du da bist und heute mit mir Yoga machst. Nimm dir ein Kissen mit dazu oder ein kleines zusammengefaltetes Handtuch. Das brauchst du für eine Übung am Ende. Und wenn du das hast, dann finde dich im Schneidersitz ein. Schau, dass du aufrecht sitzt, aber dennoch entspannt. Lass die Wirbelsäule lang werden und deine Schulterblätter nach hinten und unten fallen. Dann bleibe hier für einen Moment einfach nur sitzen und beobachte deinen Atem. Dann bring deine Hände auf deine Schultern und beginne mit deinen Ellbogen hier achten in der Luft zu malen. Genau, vorne treffen die Ellbogen sich und dann malst du weite, großräumige Achten. Dabei atme ganz tief und vollständig ein und aus. Wechsel ruhig zwischendurch mal die Richtung der Achten. Das ist allerdings gar nicht so einfach, wie du vielleicht auch bei mir im Video sehen kannst. Kreise hier noch ein paar Mal. Und dann lass schließlich deine Hände wieder zurück auf deine Knie sinken. Von hier aus setz deine Hände hinter deinem Körper auf und stell deine Füße vor dir auf. Die Füße sind ungefähr hüftbreit. Streck deine Arme, zieh deine Schulterblätter zueinander und heb dein Brustbein. Mit der Einatmung schiebst du dann dein Becken weit nach oben hoch und hier oben atmest du aus. Mit jeder Einatmung will dein Brustbein Richtung Kinn, mit jeder Ausatmung zieh die Schulterblätter mehr zusammen. Dann atme noch einmal tief ein und lass dich ausatmen wieder nach unten sinken. Direkt mit der Einatmung schieb wieder hoch, ausatmen, sink wieder tief. Einatmen hoch, ausatmen tief. Einatmen hoch, ausatmen tief. Einatmen hoch, ausatmen tief. Einatmen hoch. Ausatmen tief, einatmen hoch, ausatmen tief, einatmen hoch und ausatmend tief. Von hier aus löst die Hände dann, umschling deine Knie so ein bisschen, wenn du magst, schaukel ein wenig hin und her. Dann kommst du von hier aus in den Vierfüßlerstand. Oh ja, und dann habe ich Besuch bekommen. Vielleicht hat sie geahnt, dass wir jetzt in den herabschauenden Hund gehen. Genau, schieb dich also zurück in den herabschauenden Hund. Und dann lauf dich hier ein wenig ein, indem du abwechselnd eine Ferse tiefer in Richtung Boden schiebst. Genau. Dann find dich ein im herabschauenden Hund. Mit der nächsten Einatmung heb dein linkes Bein nach oben hoch, um ausatmen, dein linkes Knie nach vorne zu ziehen und den Unterschenkel hier quer abzulegen. Für die Taube, dein rechtes Bein schiebst du also weit nach hinten, wirklich ganz, ganz weit. Richte dich hier noch einmal auf, heb die Arme nach oben, um dich ausatmend dann nach vorne sinken zu lassen. Du kannst hier die Stirn ablegen, wenn du möchtest. Und dann bleibe hier noch 6 tiefe Atemzüge in deiner Taube. Mit jeder Ausatmung sink etwas tiefer in die Dehnung hinein. Erlaube deiner Hüfte weich zu werden. Dann richte ganz vorsichtig deinen Oberkörper wieder auf. Und greife, wenn du möchtest, mit deiner rechten Hand von innen deinen rechten Fuß. Du kannst ihn auch mit der Ellbeuge greifen, sodass du ihn noch etwas näher zu dir heranziehen kannst. Und dann nimm hier die Dehnung wahr, zum einen in deiner rechten Brust, in deiner rechten Schulter, als auch in deinem rechten vorderen Oberschenkel. Atme immer noch tief und bewusst. Und dann löse ganz vorsichtig Hand und Fuß wieder voneinander, setz beide Hände vorne auf und schieb dich zurück in den herabschauenden Hund.
Mit deiner nächsten Einatmung heb dein rechtes Bein nach oben hoch, um ausatmend das rechte Knie nach vorn zu ziehen und dich hier wieder in die Taube zu setzen. Schieb das linke Bein also weit nach hinten. Richte dich noch einmal auf und dann leg dich vorne ab, über deinen Unterschenkel. Lass dich in deine Taube sinken. Erlaube deiner Hüftmuskulatur ganz weich zu werden, ganz zart zu schmelzen wie Schokolade in einem Wasserbad. Ganz allmählich richte dich hier wieder auf, komm langsam mit dem Oberkörper hoch und greife, wenn du magst, mit deiner linken Hand deinen linken Fuß von innen. Auch hier kannst du den Fuß in der Ellbeuge einhaken, um die Dehnung sowohl in deiner Schulter und Brust als auch in deinem linken vorderen Oberschenkel noch zu verstärken. Lass deine Gesichtszüge weich und entspannt. Dann löse vorsichtig deinen Fuß wieder von deinem Arm oder deiner Hand, setz beide Hände vorne auf und schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Hier bleibe nun für ein paar Atemzüge. Dann atme hier noch einmal tief ein. Mit der Ausatmung lass deine Knie mattenbreit zum Boden sinken, der Po sinkt Richtung Fersen für die Haltung des Kindes, für Balasana. Deine Knie sind weit geöffnet, sodass dein Bauch zwischen ihnen Platz findet. Nutze diesen Platz, um zu atmen. Fülle wirklich diesen ganzen Bereich mit Luft. Wenn du einatmest und wenn du ausatmest, entspann deine Arme, deine Schultern, deinen Nacken und deinen Kopf. Gönn dir wirklich diese paar Atemzüge hier in Balasana. Dann atme hier noch einmal ein und ausatmen, roll auf in den Vierfüßlerstand. Von hier aus heb einatmend den rechten Arm weit nach oben hoch, mit der Ausatmung führe die rechte Hand unter der linken Achsel hindurch, Schulter folgt. Einatmen, wieder weit nach oben öffnen, ausatmen, durchfädeln. Einatmen, öffnen. Ausatmen, durchfädeln. Ein letztes Mal mit der Einatmung weit nach oben öffnen. Ausatmen, durchfädeln und diesmal leg Schläfe und Schulter hier auf der Matte ab und bleibe für einen kurzen Moment in dieser Drehung. Mit deiner nächsten Einatmung öffne dich ein letztes Mal weit nach oben und dann setz ausatmen die rechte Hand zurück zur Matte. Einatmen, linker Arm hoch, ausatmen, fädle ihn durch. Einatmen, wieder weit nach oben öffnen, ausatmen, durchfädeln. Einatmen, öffnen, ausatmen, durchfädeln. Einatmen, ein letztes Mal nach oben öffnen und ausatmen, durchfädeln und Schläfe und Schulter auf der Matte ablegen. Hier bleibt für einen kurzen Moment. Und mit deiner nächsten Einatmung öffne dich noch einmal weit nach oben, um ausatmend beide Hände wieder auf der Matte abzusetzen. Von hier aus komm kurz in den Fersensitz, aber auch nur, um von da aus deine Beine dann nach vorne zu bringen, für eine letzte Haltung in dieser Sequenz. Dafür kannst du jetzt dein Kissen oder dein Handtuch nehmen und es so platzieren, dass du gleich deine Schulterblätter darauf ablegen kannst. Nicht den Kopf, sondern wirklich die Schulterblätter. Du kannst die Übung aber auch ohne machen, wenn dir die Dehnung sonst zu stark ist. Hier leg deine Fußsohlen aufeinander, lass die Knie nach außen sinken und lass deine Arme einfach über deinem Kopf hängen. Du solltest eine Dehnung im Brustbereich spüren, eine Mobilisierung deiner Brustwirbelsäule und eine Dehnung in deinen Leisten, in deiner Hüfte. Mit jeder Einatmung weiten sich deine Rippenbögen, dein ganzer Brustkorb hebt sich.
Mit jeder Ausatmung erlaube deinen Knien etwas tiefer in Richtung Matte zu sinken. Gerne kannst du das Video auch pausieren, um noch länger in dieser Haltung liegen zu bleiben. Und dann atme hier wirklich ganz tiefe, ganz vollständige und genüssliche Atemzüge. Hol dann vorsichtig erst deine Arme nach vorne und dann klapp gern die Beine aufeinander, sodass du zuerst auf der Seite liegst. Und von da aus kannst du dich hochschieben, um noch einmal abschließend in den Schneidersitz zu kommen. Nimm dir hier noch ein paar Atemzüge, um die Ruhe der Sequenz für dich mitzunehmen. Dann bring deine Hände noch einmal vor dem Herzen zusammen. Deine Daumen berühren dein Brustbein. Von hier aus bring deine Daumen an den Punkt zwischen den Augenbrauen und dann verneig dich vor dir selbst. Bedank dich bei dir, dass du heute diese Zeit dir genommen hast für Yoga. Und ich danke euch auch von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass du heute mit mir Yoga gemacht hast. Tschüss und ich hoffe, bis bald.